Niederer von der Bild-Zeitung. Ja. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Die geht schon los, von daher, wir gehen live dabei rein in die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Manchester United. So 20 Sekunden verzögert und ist dann natürlich gut, weil du siehst was live und kannst nochmal checken. Ansonsten gab es keine Kommunikation, es war nicht erlaubt und es ist auch nicht so hilfreich, wenn das gehört schon dazu, dass man dann dort auch coacht, wo man coachen soll, von der Seitenlinie. Und man coacht dann, man kriegt die Emotionen besser mit. So ein bisschen nicht nur räumliche Distanz, sondern die räumliche Distanz schafft auch so eine emotionale Distanz dann ein bisschen. Aber ja, brauchen wir nicht wiederholen. Hat gereicht jetzt. Gehen wir auf die linke Seite. Klaus Bergmann für die dpa. Ja, Herr Tuchel, wie bewerten Sie denn insgesamt das Spiel? Ein bisschen wild? Trotzdem verdient der Sieg. Und würden Sie vielleicht noch mal was zu Mathys Tel sagen? Ja, eigentlich hätte der jetzt mal verdient, von Anfang an zu spielen. Ja, und war einer, der immer so als Joker spielt. Was machen Sie mit dem? Ja, gar nichts. Also Mathys macht es herausragend gut. Und wenn wir ihn von Anfang an bringen, erwarten wir das Gleiche. Aber im Moment hat er diese Rolle und die Rolle ist extrem erfolgreich. Und das ist natürlich was man dann auch ungern unterbrechen möchte. Das ist schon frech, was er jetzt sagt. Es ist eine Frage der Zeit, wann er von Beginn an spielen kann. Es gehört dazu, in dem Alter und in der herausfordernden Rolle, in der er ist, bei einem großen Club und bei Bayern, wenn er sich da durchsetzen muss, gehören solche Phasen dazu, dass man aus wenigen Minuten viel machen muss. Und das tut er gerade. Und das ist natürlich sehr gut für ihn, das ist sehr gut für uns, weil wir das auch wissen und er das jetzt nachgewiesen hat immer wieder und das natürlich Glauben schafft in der Mannschaft und Vertrauen gibt von der Mannschaft. Und das ist das Wichtigste, wenn du in jungen Jahren für Bayern spielen willst. So, deshalb sind wir da sehr zufrieden. Das Spiel an sich, ja, ist ein bisschen, glaube ich, das Ergebnis steht ein bisschen auf dem Kopf, weil wir haben in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt und haben 2-0 Führung dafür bekommen und in der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und haben die zweite Halbzeit dann aber sogar noch verloren. Unterm Strich ist es klar, das sehe ich übrigens glaube ich, schon ein verdienter Sieg. Jeder Sieg in der Champions League ist ein Big Point. Jeder Sieg gegen Manchester United ist ein Big Point, da gibt es keinen Zweifel. Trotzdem gibt es Dinge, an denen wir arbeiten. Wir haben in der ersten Halbzeit mit Sicherheit nicht den Spielrhythmus gehabt und den Zugriff gehabt, den wir uns gewünscht hätten. Haben dann zwei Tore bekommen und dann Vertrauen gekriegt und mit mehr Rhythmus gespielt. Und ich glaube, in der Phase nach dem 3-1 hätten wir das Spiel entscheiden müssen. In vielen, vielen Umschaltmöglichkeiten, die wir dann gefunden haben, besser angespielt haben, hätten da das vierte, fünfte Tor nachlegen müssen und sind so zweimal nochmal in Bedrängnis gekommen. Die Reaktionen jeweils waren sehr gut, auch da überwiegt das Positive für heute. Die Reaktionen nach den Gegentoren waren sehr gut. Wir haben weiter nach vorne gespielt, weiter mit Vertrauen gespielt und haben natürlich so den Spielverlauf heute auf unserer Seite gehabt. Ja. Dann hier vorne in der dritten Reihe, yes please. Hi Thomas, yeah, just Thomas. On Harry Kane, I mean, I guess no surprise. Harry Kane, er hat ein Tor in seinem ersten Champions League-Spiel für Sie gespielt. Wie haben Sie seine Leistung gesehen und wie passt er in die Mannschaft? Ja, alles wunderbar. Er hat eine etwas andere Rolle gespielt heute, eine Halbposition, um eben dann sich reinzudrehen und auch das Tempo auf unseren Seiten besser zu finden. Wir haben ihn besser dann in der zweiten Hälfte gefunden, wie die ganze Mannschaft war da besser. Auch in den Halbräumen haben wir ihn da besser gefunden. Von jeder Minute an wurde es dann besser. Er hatte ein paar Chancen, die er genommen hat. Er ist eine Nummer 9 und dann soll er das auch. Er hat ein wichtiges Elfmeter getroffen, um die Zwei-Tore-Führung wiederherzustellen, nachdem wir gerade eins kassiert hatten. Also ist alles gut. Dann Heiko Niederer nochmal. Können Sie nochmal ganz kurz die Auswechslung erklären? Thomas Müller kam recht spät. Man hätte ihn vielleicht auch für Musiala erwartet. Was waren da so die Gedanken dahinter? Müssen meinen Kollegen fragen, ne? Was ich da gedacht haben. Aber geil. Es war natürlich, kam McTominay beim Gegner. Und deshalb haben wir Choupo gebracht, wegen der Größe bei Standardsituationen. Choupo sehr, sehr kopfballstark ist. Sitzen einfach, ist ganz normal, dass auch vor allem bei uns in der Offensive, wo wir doppelt besetzt sind, auf jeder Position Spieler draußen sitzen. Ich kann nichts für den Tor, tut mir leid. Nur wenig Minuten bekommen in einzelnen Spielen, die es verdient haben zu beginnen.
wie es verdient haben, mehr zu spielen. Aber das wird jetzt ganz automatisch der Fall sein. Wir brauchen jeden und jeder füllt seine Rolle von Spieltag zu Spieltag aus. Und Chupo hat es sehr gut gemacht heute. Und wie gesagt, wir brauchten ein bisschen. Meine Assistenten haben sich für Körpergröße entschieden, dann Kopfballstärke, weil McTominay auf dem Feld war. Ja, dann vielen Dank. Ist spät geworden. Gute Heimreise allen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Howie. Danke, Thomas. Howie. Das war ein Quickie. Das ist sehr gut. Weil dann kann ich jetzt nochmal auf die Punkte eingehen, weil ich kann ja nicht Pause drücken während dieser ganzen Geschichte hier. Die Aussagen zu Tell sind frech. Sind richtig frech. Ja, heute nach der Leistung sind die noch mal frecher. Ich habe es schon in meiner Analyse gesagt. Also wenn man guckt, was Gnabry hat ein Tor gemacht, ja, keine Frage, ansonsten war der wieder nicht gegenwärtig auf dem Feld. Ja, soll man ganz klar so sagen, sowohl defensiv wie offensiv. Ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für einen Tell, sondern auch für einen Coman, für einen Choupo und für einen Müller. Ja, also wenn der Gnabry im nächsten Spiel wieder auflaufen sollte, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann werde ich das Thema genauso abhaken, wie ich das Thema Kimmich abgehakt habe. Ja, da werdet ihr dazu keine. Ihr werdet dann dazu meine Meinung hören in ein, zwei Sätzen und dann ist gut. Ja, ich mache das Fass nicht mehr auf. Wir haben das Fass Tell letzte Saison, oder ich habe es durchgehend aufgemacht in jedem Video, weil es einfach nicht in meinen Schädel reingeht. Auch jetzt diese Aussagen gehen nicht in meinen Schädel rein. Ich verstehe immer nicht dieses Rumgereite auf dem Alter. Ja, weil Lionel Messi ist, glaube ich, war mit 18 Stammspieler bei Barca. Nur eines von vielen Beispielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tell Messi ist, aber auch Musiala ist super jung, war bei uns Stammspieler, ist bei uns Stammspieler. Das ist eine Frechheit. Ja, nur damit da ein Gnabry oder sonst irgendein gestandener Spieler nicht in seinem Stolz verletzt wird. Ich meine, Tell nimmt es an, ja, das muss man ja mal sagen. Wir haben es gesehen, wie es ein Gravenberg gehandhabt hat, ein Sabitzer oder sonst wer. Was ich aber verstehen kann, ja, wenn man halt bessere Leistungen bringt. Also ja, es tut mir echt leid. Ich meine, er nimmt die Rolle an, er füllt sie aus, er macht super, keine Frage. Ja, aber diese Argumentation vom Tuchel finde ich halt frech. Ja, vor allem, weil er das vor ein paar Wochen noch anders argumentiert hat mit den Aussagen. Ja, die Auswechselspieler müssen liefern, die müssen ein Tor schießen als Offensivspieler oder am Tor beteiligt sein und dann spielen sie auch im nächsten Spiel. Ja, das zählt ja jetzt anscheinend für alle, nur nicht für Mathis Tell, weil der muss das so machen. Der darf 10 Minuten spielen, muss dann ein Tor schießen, das erwartet man jetzt von ihm. What the hell? Also, weiß ich nicht. Ich finde halt einfach, man beraubt sich da einer Stärke. Ja. Und wenn er nun mal gerade diese Form hat, ja, dann muss ich nicht warten, ob das Spiel 3-1 steht oder ob wir 2-0 hinten liegen und ihn dann bringen. Dann bringe ich ihn doch von Anfang an. Und dann steht es vielleicht schon 4-1 und du kannst den Sack zumachen und alles ist gut. Wild. Aber ist dieselbe Sache wie mit De Ligt. Nichts gegen Minjay und Opa, die haben heute eine gute Leistung beide gebracht, wie ich fand. Aber man sieht, da fehlt uns der Abwehrspieler und ja, ich verstehe es auch nicht mit dem rechten Verteidiger. Da hat man heute auch gesehen, dass ein Leimer da maßlos überfordert war. Vielleicht hat er nur einen schlechten Tag gehabt, das werden wir wahrscheinlich weiterhin sehen. Ja, werden wir dann sehen gegen stärkere Gegner. Also, dass das Mittel ist. Keine Ahnung, was hat er sonst gesagt? Alles, was er sonst gesagt hat, gehe ich voll mit d'accord. Habe ich ja auch gesagt, erste Halbzeit, gerade die ersten 25 Minuten waren wir das schlechtere Team. Haben dann das Spielglück gehabt. Ja, und zweite Halbzeit waren wir das klar spielbestimmende Team und kriegen Tore aus dem Nichts heraus. Ja. Von daher gehe ich da voll mit ihm d'accord. Ich habe es aber auch so gesehen wie er, habe ich auch in einem anderen in der Analyse gesagt. So Harry Kane war zweite Halbzeit auf jeden Fall besser eingebunden. Aber immer noch bei allen Luft nach oben, was das Zusammenspiel anbelangt, ist aber auch normal. Der ist 5 Wochen bei uns. Was will man da erwarten? Und von den 5 Wochen war er noch eine Woche bei der Nationalmannschaft. War eine Woche in England, weil seine Frau ein Kind bekommen hat. So was will man da verlangen? Ja, lass das mal bis zur Winterpause laufen. In der Rückrunde sehen wir dann,
offensives Zusammenspiel. Und vielleicht sehen wir dann auch mal ein bisschen Flanken, wer weiß. Ne? Wäre ja mal was. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. War eine kurze, knackige Pressekonferenz zum Glück, weil es ist spät, für mich auch. Und von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. 4-3 gewonnen, actionreiches Spiel gesehen, wildes Spiel gesehen. Ich denke, was will man mehr in der Champions League? Ne? 3 Punkte eingesackt, das ist das Wichtigste. Tschüssi.